Hallo ihr Lieben, ich nehme euch heute mal ein bisschen mit. Es ist schon voll spät, es ist schon kurz nach 10. Und ja, ich habe Emil in die Krippe gebracht, da war es so kurz vor um 8. Und in der restlichen Zeit habe ich jetzt eigentlich mich nur um meine E-Mails, um eure Kommentare und Kooperation und sonst nicht was alles gekümmert. Und die Zeit ist super schnell vergangen und hier ist ein mega großes Chaos. Ja, ich wollte euch heute einfach mal so ein bisschen dran teilhaben lassen, was es hier so täglich zu tun gibt, wenn ich allein zu Hause bin. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Video. Und dann würde ich sagen, legen wir mal los und fangen einfach mal irgendwo an. Hier in der Küche haben wir gestern ein riesengroßes Chaos hinterlassen. Ja, wir sind gestern Abend ganz kurzfristig zum Grillen zu Franz' Eltern gefahren und haben deswegen hier nichts mehr gemacht, weil wir kamen dann nach Hause, sind direkt ins Bett gegangen und heute Morgen hat der Franz verschlafen und deswegen ist halt alles liegen geblieben und das wird jetzt erstmal meine erste Baustelle sein. Hier werde ich mal anfangen, Ordnung zu machen, damit man hier auch wieder fußen, backen und kochen kann. Yet her just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore. I've got something to say, but words can't describe the way that I feel when I look in her eyes. 'Cause she looks good in a sundress, lips are soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same without her. She is brown eyes, tan skin, moonlight and laughter. She is everything I've ever been after. Summertime wouldn't be the same without her. Forever, miles away from everything we've known. There's nothing to fear when she's by my side. I'm living a dream day and night. 'Cause she looks good in a sundress, lips are soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same. So, die Küche hätten wir geschafft. Das war halt eine halbe Stunde. Wirklich mal alles sauber gemacht. Geschirrspüler mache ich jetzt gleich nochmal an. Der ist schon wieder so gut wie voll. Also ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen. Wir sind zu dritt und wir machen den, glaube ich, wirklich jeden Tag beziehungsweise spätestens jeden zweiten Tag an. Naja, ich weiß auch nicht. Ist das bei euch auch so? Also ich habe das Gefühl, wir produzieren unheimlich viel dreckiges Geschirr, auch wenn wir uns eigentlich schon Mühe geben, dass es nicht so viel ist. Aber gut, die Wohnung ist noch groß. Wir machen jetzt weiter, anstatt zu jammern. Da wären wir auch schon in der nächsten Baustelle. Das Kinderzimmer von Emil sieht einfach immer aus wie Sau. Ja, ich räume es eigentlich immer morgens ein, aber jetzt ist es schon, naja, etwas später. Es wird so bei um 11 sein. Und jetzt geht es dem unordentlichen Zimmer hier erstmal an den Kragen. Und danach sieht das Ganze auch schon wieder ganz anders aus. Yet her just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore. I've got something to say, but words can't describe the way that I feel when I look in her eyes. 'Cause she looks good in a sundress, lips
wish we could stay like this forever. Miles away from everything we've known, there's nothing to fear. When she's by my side, I'm living a dream, day and night. So, das Kinderzimmer ist jetzt auch fast fertig. Ich habe jetzt hier noch das ganze Spielzeug aus dem Wohnzimmer zusammengekramt. Das werde ich jetzt noch in die Kisten sortieren und ins Bücherregal. Ja, ihr fragt euch sicherlich, warum das plötzlich so leer ist. Aber weil halt eben die Bücher alle irgendwie rumliegen. Huch. Oder weil die Bücher noch im Auto sind, weil Emi sich immer einfach mit ins Auto nimmt. Oder zu Omas oder so. Und dann, ja, liegen die halt irgendwo verstreut und keins ist mehr im Bücherregal. Ja, da ist noch der Klamottenberg, der kommt noch in die Wäsche und dann geht's weiter. So, nun ist es schon 12 Uhr Mittag, so schnell vergeht die Zeit und in der Zwischenzeit habe ich mich im Schlafzimmer beschäftigt. Ich habe unsere komplette Wäsche sortiert in die verschiedenen Haufen, deswegen ist jetzt auch das Bett natürlich nicht gemacht. Als erstes kommt jetzt erstmal Blau in die Waschmaschine und ja. So sieht das dann immer aus. Viele, viele Haufen auf unserem Bett. Und in der Zeit, wo das wäscht, nehme ich dann die andere Wäsche erstmal ab. Look at her, just keeps on getting better with her hand in mine. So we're walking by the shore, I've got something to say, but words can't describe the way that I feel when I look in her eyes, 'cause she looks good in a sundress. Lips are soft that I can't resist. Every day I learn a little more about her. Summertime wouldn't be the same without her. She is brown eyes, tan skin. I wish we could stay like this forever. Miles away from everything we've known, there's nothing to fear. When she's by my side, I'm living a dream, day and night. So, unsere Wäsche ist jetzt auch einsortiert. Ihr habt bestimmt gesehen, dass ich nicht alles abgenommen habe. Es ist jetzt schon 12:30 oder so. Und ich habe 13:45 noch einen Termin. Das heißt, ich mache mich jetzt frisch, werde mich schminken und dann geht's auch schon los. Und der Resthaushalt bleibt meistens bis morgen liegen. Ja, weil wenn ich dann Emi nach dem Termin abhole, dann werden wir uns in den Bus setzen, werden Franz abholen von der Arbeit. Der hat dann um 4 immer Schluss und ja, dann wird Zeit zu dritt verbracht. Wir essen dann noch was oder wir backen einen Kuchen oder wir machen halt, um es kurz zu sagen, eigentlich die ganze Ordnung wieder unordentlich. Und spätestens morgen früh wird die Küche wieder aussehen wie Sau. Aber ja, das hat das Familienleben irgendwie nun mal an sich. Ich weiß nicht, ob das nur bei uns so ist, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich weiß nicht, also... Bei manchen habe ich so das Gefühl von den Kommentaren oder von auch bei meiner Familie, als ob das bei denen jeden Tag, immer die ganze Zeit, 24/7 wirklich ordentlich ist. Und das ist es bei uns wirklich nicht. Ich habe damit aber ehrlich gesagt auch kein Problem, weil wir leben hier. Und dann ist es nun auch manchmal unordentlich und dafür habe ich dann aber Zeit, das Ganze wieder ordentlich zu machen. Und ja. Ja. So ist das. Also ich weiß jetzt nicht, ich denke mal, ich nehme euch noch wirklich so lange mit, bis ich dann wirklich gehe, ob ich noch irgendwas mache, weil meistens auf den letzten Drücker mache ich dann noch irgendwas oder habe doch noch mal ein bisschen Zeit. Ich verabschiede mich dann jedenfalls von euch, wenn ich dann gehe und ja, mal sehen, was jetzt noch so ansteht. Forever.
Turm. Die ist übrigens selbst genäht. Ja, nach dem Schnittmuster Martha vom Milchmonster. Und ich mache mich jetzt los. Ja, es ist viel liegen geblieben, im Wohnzimmer vor allem. Aber dennoch sind 2,5 Räume komplett fertig und richtig aufgeräumt. Und darauf bin ich schon ein bisschen stolz. Ja, jetzt geht's erstmal los, dann hole ich meine Männer und dann, ja, machen wir die ganze Bude wieder unordentlich. Bis später, tschüss.